Ahoi Kameraden und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind wieder unterwegs zu unserer nächsten Mission. Ja, es ist natürlich mal wieder schön, den Salzwassergeschmack im Mund zu spüren. Und wir sind laut Karte unterwegs. Wir machen nämlich eine Mission, den Tornagekrieg. Den wollen wir mal anfangen. Und dann werden wir uns wohl demnächst wieder auf diese Minengeschichte konzentrieren. Aber mal schauen, was uns da erwartet. Ich habe den Hafen jetzt schon verlassen mit meiner Star Wars Truppe hier. Und ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass wir mal das Boot durchgehen und kontrollieren, was Tacheles ist. Einige von euch werden sich jetzt gewundert haben, wieso fährst du außen rum? Ich mache bestimmt nicht nochmal den Fehler und fahre durch den Ärmelkanal. Das ist eine Katastrophe. Na gut, wir könnten durch den Ärmelkanal fahren. Aber, ich bin da kein Freund von. Ach, scheiß drauf. Umso schneller sind wir vielleicht da. Wir fahren durch den Ärmelkanal. Notfalls gehen wir auf Seerohrtiefe und fahren tagsüber unter Wasser und nachts über Wasser. Aber da ist auch wieder so viel los gewesen, ne, beim letzten Mal. Da war ja richtig viel los mit... Ey, wir fahren oben lang. Wir fahren oben lang. Und schleichen uns so in den Planquadraten rein. Dann gehen wir halt auf AK. Das ist ja alles kein Problem. Alle Maschinen volle Kraft voraus. Und dann läuft das, denke ich mal, soweit ganz gut an der Stelle. Okay. Wir werden jetzt erstmal schnell alles ein bisschen verschieben hier. Die sind ja alle ein bisschen müde. So. Max, geh du mal in die Kojen. Johanna, ist alles IO? Dann werden wir mit Johanna doch gleich mal das Boot inspizieren, ob alles in Ordnung ist. Und ob jeder das hat, was er braucht. Torpedoraum ist klar, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Baut die faule Sau, sitzt hier wieder rum. Krulli pennt. War noch nicht. Wenn er nicht am Essen ist, dann schläft er. Das ist Krulli, wie man kennt. Ne? Pettisch, alles soweit in Ordnung. Gut, wir haben schon einiges geschafft. In diesem Spiel. Und sind schon gut vorangekommen. Ich wollte mal kurz gucken, was wir jetzt hier im Schrank noch haben. Das würde mich nochmal interessieren. Okay, Kaffee und Tauchgeräte ist alles da. Ich muss mich noch mal ein bisschen zurechtfinden, Leute. Ich habe jetzt sehr lange nicht aufgenommen, krankheitsbedingt. Aber jetzt geht das hier wieder voll und ganz weiter mit euch. So, Lenzpumpe. Alle Abteile sind trocken. Der Tannenbaum steht auch noch. Den hätten wir ja eigentlich mal rausschmeißen können, oder? Na, 3. Januar. Naja. Na gut. Abwarten. Auf jeden Fall steht er noch. So, hier ist soweit alles in Ordnung. Maschinen laufen auf Volldampf. Ich gucke nochmal hinten nach. Boah, diese Lautstärke hier wieder. So, alles einschalten. Und dann läuft das soweit schon mal ganz gut schnell hier wieder. Mal Tür zu hier. Den Krach kann ja keiner hören. So, Schmidt ist in der Küche. Also gibt es ein Geschnetzeltes von Schmidt. Hahaha. Witz, komm raus, du bist zum Zingeln. So, okay. Dann möchte ich ganz gerne nochmal durchchecken, bevor wir jetzt hier irgendwas noch, pass auf. Johanna, du gehst jetzt erstmal in die Ruhepause. Jawohl. Und dann gucken wir nochmal kurz jetzt hier im HQ. Wir haben nämlich neue Forschung verfügbar, können aber nichts machen. Und hier werden ja gerade die Sonartäuschkörper geforscht. Dauert noch 16 Minuten und 4 Sekunden, dann sind die fertig. Ganz cool. Bringt uns aber nicht weiter, ne? So, okay. Dann ist das ja eigentlich soweit alles in Ordnung. Wir werden jetzt nochmal schnell mit unseren Opa die Flagge einholen. Sehe ich gerade. Das sollten wir vielleicht mal machen. Weil es muss ja nicht jeder wissen, wo wir hingehören. Und dann haben wir, denke ich mal, noch eine große Fahrt vor uns. So. Jawohl. Das läuft alles. Und ich würde sagen, wir beschleunigen jetzt einfach mal, damit das nicht so lange dauert, ne? So, Bolt ist fertig. Die Maschinen laufen und wir sind volle Fahrt. Wir sind diesen ersten Tag jetzt schon auf See. Zeit für eine Pause. Genau, machen wir eine Pause. Jetzt schicken wir nochmal mit in die Beobachtung. Kurs 26%. Johanna, ran an den Kurs. Einmal ermitteln, bitte. Und dann läuft das eigentlich soweit ganz gut. Wir können uns nicht beklagen. Ne? Wir sind still unterwegs. Gut, wir verballern jetzt natürlich ordentlich Treibstoff. Zeit für eine Pause. Aber das ist okay. Oh, da ist was gedeckt worden. Melde mich zum Dienst. Was ist denn das? Ein anderes U-Boot. Was um Himmels Willen treibst du hier?
Jawohl. Wir fahren mal ran. Wir gucken uns das mal an. Oh. Abgebrochene Funkübertragung. Was ist denn jetzt los hier? Alter. Mal eine Funkübernachricht überfangen. Mal gucken, was hier los ist. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Konvoi. Okay, gucken wir doch mal, wo der ist. Wo hat er den denn entdeckt? Da unten. Ja, nein, wir fahren hier weiter. Wir fahren hier weiter. Wir müssen uns nicht auf alles einlassen, aber ich will wissen, was machst du denn hier ganz alleine? Unbekanntes U-Boot. Okay, wir fahren weiter. Nein, du fährst da lang und wir fahren hier lang. Den Konvoi. Ja, ist jetzt die Frage. Gehen wir da ran? Gehen wir da nicht ran? Aber ich denke mal, wir werden zusehen, dass wir unseren Quadraten hier hinten erreichen und dann sehen wir weiter. So werden wir es auch weiterhin machen. Das ist, denke ich mal, das Sinnvollste, wenn wir das so handhaben. So. Okay, weiter geht's. Die wilde Fahrt. Einmal Schichtwechsel bitte. Opa, geh mal ran da. Simon, du gehst auch mal in die Ruhepause. Simon. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir ein paar Missionen abschließen, dass wir mit unserer Forschung hier ein bisschen vorankommen. Ne? Und dann läuft das doch eigentlich schon ganz gut so weit. Zeit für eine Pause. So. Im Dienst. Jetzt habe ich ja gar keine Verwache. Was ist denn los mit euch? Perfekt. Kurs auf diese Koordinaten okay. Setzen. Dann haben wir unseren Planquadraten auch gleich erreicht. Die Keltische See. Und dann werden wir da gleich mal schauen, was uns da erwartet. Hier an Bord sieht soweit alles okay aus. Der Tannenbaum steht immer noch. Oh mein Gott, dieser Tannenbaum. Das sieht aus. Da haben wir mal ein Foto von. So ein Foto vom Tannenbaum, das ist immer gut. So. Wer weiß, wenn wir den das nächste Mal sehen. So, okay. Ansonsten läuft. Unterwegs, Torpedos alles geladen. Ich würde sagen, wir fahren in aller Ruhe weiter. Ne, wir werden das jetzt mal ein bisschen beschleunigen, dass wir hier in die Keltische See reinkommen. Wow! Flugzeuge. Kondensstreifen am Himmel. Die haben uns nicht gesehen. Haben wir wieder Glück gehabt. Da haben wir wieder richtig Glück gehabt. Ganz schön viel Treibstoff schon weggeklatscht. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen sparsamer fahren. Okay. Wir nähern uns auf jeden Fall unserem Punkt. Und zack, dann sind wir auch gleich schon da. In der Keltischen See. Okay, Leute. Ich möchte jetzt ganz gerne nochmal schnell die Funkübertragung wegschicken. Und dann werden wir mal schauen. Oh, Funktelegramm erhalten. Da haben wir doch was. Operationsgebiet erreicht. Das schicken wir mal weg. Dann haben wir ein wichtiges Funktelegramm erhalten. Das werden wir gleich mal abfragen. Okay. Neuer Befehl. Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Finden Sie das Schiff Empire Storm? Da ist ein Konvoi. Okay, da haben wir auch gleich schon... unsere ersten Ziele gekriegt für diesen Planquadraten. Ich würde mal sagen, bleiben wir auf halbe Fahrt. Midway, du gehst mal in die Brückenwache. Den Funkkontakt werden wir noch still übermitteln. Und in der nächsten Folge, meine Freunde, sehen wir dann weiter, dass wir gucken, diesen Spezialauftrag abzuschließen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!